DFG Science TV. Funktion durch Vielfalt. Pionierarbeit in China. Das größte Waldexperiment zur biologischen Vielfalt. Hallo. Das ist Anne Lang. Sie untersucht, wie sich Bäume im Laufe des Lebens gegenseitig beeinflussen. Sie gehören zu den ältesten Lebewesen der Erde. Manche werden sogar mehrere tausend Jahre alt. Allerdings nur sehr selten entsteht aus einem einzelnen Samen ein so alter Baum. Die Keimrate ist die Anzahl der Samen, die keimen. Sie ist abhängig von Umweltbedingungen, wie zum Beispiel dem Wasserangebot und der Temperatur. In manchen Jahren beträgt die Keimrate nur wenige Prozent. Viele der Keimlinge, die zu jungen Bäumen heranwachsen, leiden unter ungünstigen Umweltbedingungen. Das kann zum Beispiel Frost, Trockenheit oder Insektenfraß sein. Vor allem Blattfraß beeinträchtigt die jungen Blätter. In manchen Fällen werden ganze Bäume komplett kahl gefressen. Blattfraß beeinflusst dabei immer die Vitalität eines Baumes und macht ihn anfällig gegenüber Stressfaktoren wie Trockenheit. Je älter die Bäume werden, umso mehr müssen sie um Wasser, Nährstoffe und Licht kämpfen. Konkurrieren sie mit der gleichen Art, spricht man von intraspezifischer Konkurrenz. Mit Pflanzen anderer Arten handelt es sich um eine interspezifische Konkurrenz. Beide Formen der Konkurrenz führen dazu, dass nur ein geringer Teil überlebt. Hier sind das die gut angepassten und vitalen Individuen. Die Hauptfragen dieses Teilprojektes sind, wie die Nachbarschaftsverhältnisse der Bäume von der Diversität des Waldes abhängen und wie der Abstand der Individuen untereinander ist. Diese Fragen werden in allen Entwicklungsstufen verfolgt. Im Mittelpunkt steht vor allem die Wachstumsdynamik der Kronen. Deshalb messen die Forscher Kronenradien in 8 Richtungen. Daraus erhalten sie Informationen zu den Konkurrenzmaßen. Je nachdem, wie stark sich die Krone eines Baumes mit denen seiner Nachbarn überlappt, können sie vorhersagen, wie die Überlebenschancen dieses Baumes sind. Nur aus einem sehr geringen Anteil der Samen können junge Bäume wachsen. Diese werden nur selten so alt, dass sie eigene Samen produzieren. Die Forscher beschäftigt die Frage, ob diese Chance für einen Baum höher ist, wenn er von Bäumen vieler verschiedener Arten umgeben ist. Oder ob diese Chance höher ist, wenn er nur von Bäumen gleicher Art umgeben ist. Trifft Ersteres zu, wäre das möglicherweise eine Erklärung für die außerordentliche Artenvielfalt der subtropischen Wälder in Ostchina. Mehr auf DFG Science TV. Weck den Forscher in dir.